Nachlässigkeit. So oft hat Isis ihre Verpflichtungen gegenüber dem Korsolago sträflich vernachlässigt. Wenn ein Treffen einberufen wird, müssen alle Mitglieder anwesend sein. Mit anderen Worten, sie kamen nicht daher gerannt, als du gerufen hast. Er grinst gerissen und hebt einen dritten Finger nach oben. Excessive cruelty. Aldis and her new bloods often commit extreme violence in pursuit of financial gain. This drives our foes to take harsher measures against us. Exzessive Grausamkeit. Aldis und ihre neuen Männer setzen oft abscheuliche Gewalt ein, um sich einen finanziellen Vorteil zu verschaffen. Das bringt unsere Feinde dazu, härtere Maßnahmen gegen uns einzusetzen. Nicken wir mal hier in dem Fall. Which you witnessed firsthand when Aldis negotiated with our enemies without the consent of the Consuelo. She has single-handedly endeavored to spark a civil war within the Principi on multiple occasions. Aufruhr. Ihr habt es selbst miterlebt, dass Aldis ohne Zustimmung des Konsulats mit unseren Feinden verhandelte. Sie hat mehrmals versucht, eigenhändig einen Bürgerkrieg unter dem Principi auszulösen. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Er kneift die Augen zu und statt zu streiten, fährt er fort. And worst of all, und am schlimmsten von allem, er fuchtelt mit dem Daumen. Aldis sacrificed an entire crew of Principi in an ill-fated attempt to lure out the floating hangman so that she might captain it. Verrat. Aldis opferte eine ganze Principi-Besatzung bei dem unseligen Versuch, den fliegenden Henker herauszulocken, damit sie ihn als Captain steuern kann. This Consuelo session is now concluded. Watcher, might I have a word with you in confidence? Diese Sitzung der Konsulage ist nun geschlossen. Wächter, darf ich dich um ein Gespräch unter vier Augen bitten? What happened that Margran's teeth changes everything? We must acquire the floating hangman if we've any hope to reach Ukaizo before Eothus destroys everything. Which brings me to my current problem. Was bei Margran's Teeth passiert ist, ändert alles. Wir müssen den fliegenden Henker erbeuten, wenn wir Ukaizo erreichen wollen, bevor Eothus alles zerstört. Was mich zu meinem aktuellen Problem bringt. Somehow. Aldis has uncovered a means to summon the floating hangman, but she is hunkered within her stronghold of Fort Deadlight. Irgendwie hat Aldis einen Weg gefunden, den fliegenden Henker herbeizurufen, aber sie hat sich in ihrer Festung vor Todeslicht versteckt. Myself and the others of the Consuelo must lay siege to get to her. However, you have a means of entry to the fortress. Ich und die anderen vom Korsolage müssen sie belagern, um sie zu kriegen. Du allerdings, du kannst in das Fort eindringen. Seine Blicke verengen sich erbarmungslos, er kalkuliert. I need what she knows, before I can hang her. Obtain it for me, and I will grant you her seat on the Consuelo. Ich muss wissen, was sie weiß, bevor ich sie hängen kann. Hol es für mich, dann gebe ich dir ihren Sitz im Consulago. Ich werde mit dir reden. Sail to Fort Deadlight and seize the answers which Aldis has secreted for her own gain. Segle zum Fort Todeslicht und hol dir die Antworten, die Aldis zu ihrem Vorteil versteckt hat. So, da hat sich noch nichts geändert, oder? Nein. Ja, Ehre unter Dieben. Vorante hat mir aufgetragen, die Hinrichtung von Captain Aldis durchzuführen. Sie hat sich in ihrem Rückzugsort Fort Todeslicht verschanzt. Tja. Viel mehr ist hier auch nichts zu sagen. Ich nehme an, ich muss mal nachgucken, aber ich denke mal, ich kann die Quests zwar annehmen von den einzelnen Fraktionen, aber die Fraktionsquest, die ich dann abschließe, entscheidet, mit welcher Fraktion ich mich verbünde. Es fehlt halt immer noch die Huana-Fraktion. Das Meer wälzt sich unter deinem Schiff. Du taumelst zur Seite und greifst nach der Reling, um nicht zu stürzen, während die Defiant unter schwerem Wellengang nach Backbord steuert. Luca steht wieder auf und betrachtet seine Finger und zuckt zusammen. Bei den Göttern, Beodul. Was in aus deinem Namen machst du da oben? Hä? Das war nicht mein Fehler, du dreckige Begenrate, faucht Beodul. Der Steuermann wendet sich dir zu. Hat sich angefühlt, als wäre irgendetwas unter dem Schiff, Captain. Rumtollt Regier gestikuliert wild, fuchtelt in Richtung Steuerbord. Captain, der Seemann stolpert von Deck zurück. Entweder sollte ich das Trinken endgültig aufgeben oder da unten ist wirklich ein gigantisches Monster. Oh, hi.
Unter der Wasseroberfläche kannst du eine lange gewundene Form ausmachen. Es ist mehr als ein Fisch. Die Kreatur schwimmt mit zwei Paar Beinen und einem langen, dünnen Schwanz durch das Wasser. Plötzlich fühlen deine Lungen sich leer und du schnappst nach Luft, als dein Magen sich meldet. Du taumelst zur Seite. The light fades into dim. You stand in a forest glade hung thick with shadows. Tall trees surround you. The shriek of a deer pierces the air before being abruptly silenced. From out of the dark, lope a Stelgar and a wolf, followed by a thickly muscled man draped in furs. Hallo, Galloway. Das Licht wird trüb, du stehst inmitten einer Waldlichtung, die mit dichten Schatten behangen ist. Hohe Bäume umgeben dich, das Röhren eines Hirsches durchbricht die Stille, bevor es abrupt abklingt. Aus dem Dunkeln schreiten ein Stelgar, ein Wolf und ein muskulöser Mann, der mit Fellen bedeckt Galloway. Ist. Hi, Galloway. Hi, Kätzchen. Hi, großes Tier, großes Wölfchen. Ich habe auch einen Wolf. Er heißt Fenrir. Harold of Barath. This place is not for you. Leave. Harold von Barath, dieser Ort ist nichts für dich. Verschwinde. Der Geruch von ranzigem Blut und kalten Schweiß strömen wie in einer Welle von ihm aus. I will warn you only once. If you tread upon my island, it will consume you. Ich warne dich nur einmal, wenn du meine Insel betrittst, wird sie dich verzehren. Die großen Raubtiere an seiner Seite machen gleichzeitig einen Schritt nach vorne, während ihre Schwänze verärgert durch die Luft peitschen. Was war das für ein Ding, das gerade an meinem Boot vorbeigeschwommen ist? A glorious beast, and one of the many creatures here that will challenge you. Should you refuse to leave? Eine herrliche Bestie und eine von vielen Kreaturen, die dich herausfordern werden, wenn du diesen Ort nicht wieder verlässt. Die heraushängende Zunge von Galloway Stelgar gefährden lässt Speier auf den Boden tropfen. Seine langen Fangzähne leuchten im schummrigen Licht. Warum willst du mich hier nicht haben? I have seen what you do to creatures who will not submit to you. I do not want the same for the residents of this island. Ich habe gesehen, was du mit Kreaturen machst, die sich dir nicht unterwerfen. Den Bewohnern dieser Insel soll nicht das gleiche Schicksal widerfahren. Mir wurde gesagt, dass es hier ein Problem gibt, das nur ein Wächter lösen könne. You seem to overestimate your importance. Du scheinst deine Wichtigkeit zu überschätzen. Na schön, ich gehe. Nur Barath scheint mich für ziemlich wichtig zu sein. Mir wurde gesagt, ich soll mir die Gunst von Tomovai erarbeiten. Bist du das? In a manner of speaking. Auf gewisse Weise. Its nature complements my own. So I have occasionally acted in its name when the Kith here needed a familiar face to lead their pack. Seine Natur ergänzt die meine, also habe ich hin und wieder in seinem Namen gehandelt, wenn die Gestandenen hier ein bekanntes Gesicht brauchten, um ihr Rudel zu führen. Also bist du nicht für den Kopf verantwortlich, den ich bekommen habe? I am not. Though Muatu is mine, and I will claim him in time. Das bin ich nicht, auch wenn Muatu mir gehört und ich ihn irgendwann für mich beanspruchen werde. Na schön, ich gehe. Ich werde zusehen. Galloway verschränkt die Arme, der Blick seiner schmalen Augen bohrt sich in deine und die Raubkatze neben ihm knurren. I have warned you. May aught that follows be on your head. Ich habe dich gewarnt. Alles, was von nun an geschieht, geschieht auf deine Verantwortung. The sound like a thunderclap and a bright burst like lightning. The forest disappears and you are thrust back into your body. You blink against the fading flash. When you can see again, you find your hands bloodless and aching. Gripping the railing of your ship. Mit einem lauten Donnerknall und einem hellen Blitzen verschwindet der Wald und du findest dich in deinem Körper wieder. Du blinzelst, um deine Augen vor dem nachlassenden Lichtblitz zu schützen. Als du wieder sehen kannst, stehst du an der Reling deines Schiffs, an die sich deine blutlosen, schmerzenden Hände klammern. Dein Blick verfolgt die gigantische Echse auf ihrem Weg zur nageligen Insel. Sie scheint in Richtung Norden zu schwimmen, weg von dem Wasserfall. Du verlierst die Bestie aus dem Blick, als sie sich in die Tiefen stürzt.
Mataos Stimme kommt dir nach jener mit der Macht eines Gottes wie ein Flüstern vor. Ich habe solchen Zorn in der Bessie gespürt und auch Hunger, aber unter all dem lag Furcht, glaube ich. Galarin hat durch die Bestie zu mir gesprochen. Galarin scheint ziemlich unzufrieden zu sein, und zwar mit mehr als nur meiner Anwesenheit hier. Anscheinend bin ich auf der Insel nicht erwünscht. Nicken. Nehmen wir mal die zwei. Der Fürst der Jagd hat diese Bestie geschickt. Mutaus Worte werden immer schriller und lauter. Alle auf Kasuvari können in Gefahr schweben. Du musst ihnen helfen, bitte, Wächter. Seine Stimme halt irgendwo am Rande des Bewusstseins wieder, als sich dein Bewusstsein wieder auf das Deck der Defiant 4 richtet. Die Mannschaft starrt mich mit weit aufgerissenen Augen an. Beruhigt euch, was auch immer das war, es ist weg. Macht das sonst noch jemand nervös? Mich hat es nervös gemacht. Die Kreatur ist eine Bedrohung für jeden auf dieser Insel. Sieht für mich wie eine riesige Trophäe aus. Gehen wir auf die Jagd. Nehmen wir mal die drei. Seraphin grinst hämisch. Wollte gerade schon sagen, dass ich froh bin, dass wir dem Fenich auf diesem grünen Klumpen Zwergenscheiße folgen. Aber es ist genau, was du vorhast, ey. Moral erlangt 6. Die Defiant 4 wiegt sanft hin und her. Eine gewaltige Landmasse tut sich vor dir auf. Ja. Und wir haben die Insel erreicht. Mutaro bat mich, zum Herzen der Insel zu reisen, wo ich Humare treffen und Kasuvaris Probleme angehen kann. Eine Kreatur von beachtlicher Größe stieß mir mit der Defiant 4 zusammen, als ich mich Kasuvari näherte. Bevor sie nach Norden entlang der Inselküste verschwand, warnte mich Galarin, der Gott der Jagd, davor, Kasuvari fernzubleiben. Und ja, ich muss ja noch meine Gruppe neu sortieren. Komm, nehmen wir mal statt Idea den Barbaren mit. Wie bist denn du ausgerüstet? Ach, du hast die Axt hier. Gebunden an Konstanz, bindet an Barbardruide Kämpfer. Füge 250 Schockschaden zu. Sollte eigentlich einfacher sein. Hätten wir noch einen Helm für dich? Der vielleicht, dass du weniger Schaden durch Zauber nimmst, oder? Körper- und Geistwirkung. Na, dann kriegst du das Ding mal. Sieht schon mal toll an dir aus. Nur aufleveln können wir dich jetzt erstmal gerade nicht. Wir können nur in den Pass gehen. Ja, wie kommen wir dann von da aus in den Bereich? Wahrscheinlich müssen wir hier rein und hier drüben irgendwo wieder raus. Grabstätte. Tiefland, hier ist ein Lager, was wir... Ja, wir kommen also auf jeden Fall nicht um diesen Pass hier herum. Mal gucken. Eine ungewöhnliche Struktur steigt aus der dichten Dschungelvegetation vor dir empor. Ranken überziehen sie wie ein Muster und es braucht einen Moment, bevor du sie als den Körper einer titanischen Bestie mit Wirbelsäule und Rippen erkennst. Ihr Schädel ist dir zugewandt, ihr Maul steht weit offen, scharfe Zähne baumeln über der ungeduldigen Schneide der Henkersaxt. Das Skelett identifizieren. Ja, gut. Er kann das auf jeden Fall. Eine große Anzahl an vierbeinigen Echsen existieren auf Jura und am Schädel und den Klauen lässt sie erkennen, dass dies eine davon sein muss. Die Form ihres Brustkorbs suggeriert, dass es eine aquatische oder amphibische Lebensform sein muss. Solche Kreaturen können sehr aggressiv sein. Dich näher heranschleichen, um alles zu beobachten. Trotz aller Vorsicht erzeugen deine Bewegungen mehr Knackgeräusche, als du dich durch das dichte Unterholz zwängst. Check 10 gegen... Erfolg.